Oh. Hallöchen, liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Age of Empires 3 mit dem Battle Brothers auf Seidenstraße. Wieder am Start der Knallkopf, also ich mit den Spaniern. Die hat man von mir so noch nicht gesehen, aber ich dachte mir, warum nicht? Beziehungsweise wir versuchen rauszufinden, ob es möglicherweise eine ziemlich lustige Synergie mit Spaniern und Chinesen gibt, die der Unnahbare heute ausgewählt hat. Genau, auf Seidenstraße startet man mit dem Marktplatz, das ist gar nicht so schlecht. Dann sammle ich sogar direkt am Anfang mal ein bisschen Gold auch. Und ich muss dann aber ein bisschen Holz sammeln, damit ich das Haus bauen kann. Aber ich glaube, das lohnt sich schon, dass man die Jagdhunde auch erforscht, wenn es geht. Ja, das zahlt sich sicherlich schon aus. Wenn das Spiel starten würde, wäre noch besser. Das wäre fast noch geiler, das ist richtig. Wir haben Wahnsinn. relativ faire Gegner, also einmal Hauptfeldwebel, einmal Second Lieutenant, genauso wie bei uns auch. Schauen wir mal, was da passiert. Das Spiel leckt leider so ein bisschen, aber können wir gerade nichts gegen machen. Richtig. Als Chinese kriege ich natürlich auch immer so ein bisschen mehr Holz. Das ist auch ganz praktisch, weil ich muss ja ein Haus bauen. Ist auch richtig, muss ich auch. Und die Beziehungsweise kosten bei ein mir ja Dorf bei dir. 200, genau, die kosten bei mir ja 200 Holz. Dafür haben sie natürlich auch 20 Bevölkerungen. Also insofern, ich weiß trotzdem nicht, wer sich das ausgedacht hat mit den Dörfern. Ich finde das richtig bescheuert, weil du musst halt immer dann 200 Ressourcen in dem Moment übrig haben, um dann mal eben so ein Dorf rauszuhauen. Bei den anderen Völkern reicht es halt, wenn du mal eben dir 100 Holz vom Munde absparst. Das ist halt schon deutlich einfacher zu bewerkstelligen, als mal eben 200 Holz für ein Haus irgendwo rumliegen zu haben. Ja, ist Und leider da wahr. ist man dann irgendwie schon relativ lange, wenn man die mal eben hacken muss, auch mal unter Umständen Supply geblockt, wie man so schön bei StarCraft sagt. Also, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch ausdrücken würde. Also man hat keinen Bevölkerungsplätze frei. Das klingt Ja, auf Deutsch irgendwie nicht so geil. anforderungsgeblockt oder sowas. Ja, irgendwie so. Ist bestimmt einen lustigen Begriff für. Auf jeden Fall Spanier auf meiner Seite. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, deswegen kann ich jetzt auch mal ein bisschen was zu den Spaniern erzählen. Die Sache, die die Spanier im Early Game valide macht, sind diese archaischen Einheiten hier als Teamkarte und genau da ist es auch die Synergie, die wir uns erhoffen. Und zwar sorgt das dafür, dass man hier eine Menge Sachen mit halber Geschwindigkeit ausbilden kann und für die ganzen Armeen der Doppelte Chinesen Geschwindigkeit, in doppelter halbe Geschwindigkeit, genau. Dauer. Und die Chinesen, bei denen ist es so, dass das mit nicht doppelter, sondern Doch, doch, doppelt. 1,5-facher Geschwindigkeit. Nein, nein, ist um 50% Nee, reduziert. es sind 25. Nein, sind es nicht. Du Ich musst hab. mal weiterlesen. Das gilt für verschiedene Armeen unterschiedlich. Es Ah, ist bei okay, manchen stimmt, Armeen nur ja. um 25% reduziert, einfach Ja. deswegen, weil die Armeen nur zur Hälfte aus archaischen Einheiten bestehen. Ah, okay. Bei Jetzt den macht anderen das alles Armeen sind ja die Sinn. Briten und Bogenschützen bzw. die Steppenreiter mit dabei, deswegen werden die nur um 25% schneller ausgebildet. Beziehungsweise um 50% schneller ausgebildet, um 25% reduziert. So. Das macht ja sogar Sinn, wie schön. Aber die ganze standardmäßige Armee, die nur archaische Einheiten enthält, die wird auch um 50% schneller ausgebildet. Nein! Die Bauzeit wird um 50% reduziert. Ach Gott, Prozentrechnung ist schwierig. Ja, ist wirklich, ist absolute Hölle. So. Ich kenne viele Und erwachsene Menschen, die kriegen das bis heute nicht hin. das ist auf jeden Fall auch genau das, was wir hier versuchen umzusetzen. Wir wollen halt genau so irgendwie rauskommen, dass wir super viel Militär aufs Feld bringen können. Man muss dazu sagen, es ist, glaube ich, fast mein allererstes Spiel mit Spaniern. Nicht mein allererstes, aber. Ach, das ist aber tatsächlich sehr intuitiv, finde ich persönlich. Also. Wo wollen wir denn unsere Forward-Base hinbauen? Ja, das fragt man sich, ne? Da? Ich weiß es nicht. Okay. Ich Machen gucke wir. schon mal, dass ich versuche, den einen Handelsposten hier für uns zu erhalten. Wir haben ja auch schon relativ viel hier über die Handelsposten auf Seidenstraße erzählt, wo man im In Endeffekt einem die. Video, von dem ich gar nicht weiß, ob ihr das sehen werdet, Das das müssen wir stimmt, mal ja. schauen. Da habe ich, das ist mir gerade auch eingefallen, ja. Also der Witz mit den Handelsposten hier auf Seidenstraße ist, vielleicht an der Stelle nochmal zur Erklärung, dass man diese Handelsposten eben nicht wie auf anderen Karten bauen muss für Gold, sondern es für Holz, sorry, sondern es ist so, dass man die wie Schätze im Prinzip von Schatzwächtern befreien muss. In dem Moment wechseln die dann aber sofort den Besitzer und sind fertig gebaut. Der Nachteil dabei ist so ein bisschen, die können halt auch wie, ich weiß gar nicht, ob es da noch ein anderes Beispiel fällt. Ja, genau, wie Schafe oder wie Kühe, wenn die unbewacht sind, halt vom Gegner wieder übernommen werden. Oder werden die abgerissen? Ich weiß es nicht.
Nee, du musst da Einheiten stehen lassen. Nein, nein, also ich frage mich gerade, was passiert, wenn du das nicht tust? Also werden die sonst vom Gegner übernommen oder musst du die abreißen? Hä? Um da selber einen Handelsposten bauen zu können. Du kannst keine Handelsposten bauen. Bro, was passiert, wenn du einen davon einnimmst? Ja, dann ist der so lange eingenommen, wie da Einheiten von dir stehen. Ja, das frage ich ja gerade. Oder muss der Gegner den Handelsposten abreißen und dann auf die Stelle, wo dann der Handelsposten vorher war, einen eigenen bauen? Nein. Der muss nur die Einheiten entsprechend umbringen. Ja gut, dann das war ja das, was ich wissen wollte. Und ich hab verplant, dass du ja immer mit der Nahrung agest. Ich age mit den Spaniern nicht mit der Nahrung. Ja, aber auf jeden Fall auch nicht mit dem Gold und dem Außenposten. Ach, das meinst du? Ja, sorry. Du meinst mit dem Age. So, meine Forward Base kommt aber jetzt. Es gibt unnötige Dinge. Mein Steam hat mich gerade nach Windows zurückgerufen. Das ist in der Tat nicht so geil. Hey, jetzt muss ich auch gucken, dass ich hier noch ein bisschen mehr Holz sammle. Ja, ich meine, es ist ja auch nicht verkehrt, einen Außenposten zu haben, ne? Also, gibt jetzt irgendwie schlimmere Dinge auf diesem Planeten, wenn ich so recht drüber nachdenke. Lässt dir erst das Holz schicken, ne? Ja, das brauchst du. Gut, so, dann gibt's jetzt von mir auch die archaischen Einheiten, von denen wir geredet haben. Man sieht schon, die werden hier erstaunlich schnell jetzt gebaut. Wie gesagt, das ist mein erstes Spiel mit Spaniern. Das heißt, alles, was hier passiert, das fasziniert mich ebenso wie euch. Ja, meine Einheiten kommen jetzt auch relativ schnell aufs Feld. Das ist sehr befriedigend mit anzuschauen. So, sollen wir da erstmal gucken, dass wir den einen Schatzwächter eventuell rausschießen? Und irgendwer von uns sollte was gegen Kavallerie machen. Wir spielen ja gegen... Ja, ich muss doch zwangsweise was gegen Kavallerie bauen. Okay. Gut, dann lass uns mal gucken, dass wir da den Kollegen rausgeschossen bekommen, bitte. Ja, ich bin dabei. Okay, da oben steht schon die Forward Base von den anderen. Ja, ich sehe das wohl. So, das ist jetzt, ich weiß nicht, wessen Handelsposten das jetzt ist. Bisher gar keiner. Jetzt ist es gleich deiner, nehme ich an. Ja. Da unten kommt gerade der andere Kundschafter lang gelaufen. Ja, hauen wir doch mal um. Hat sich jetzt ausgekundschaftet. Ah, boah, ich muss da echt aufpassen, dass ich Häuser baue, verdammt. Ja, das läuft leider bei denen relativ schnell voll, das Limit. Das muss einem klar sein. Da habe ich jetzt überhaupt nicht aufgepasst, okay. Dann muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich dringend mehr Militär rausbringe. Ja, ganz dringend sogar. Ja, wie gesagt, wenn du, keine Ahnung, ein paar Einheiten hast, dann lass uns doch mal hochgehen zu der anderen Forward Base von denen. Wobei, ich meine, wir können theoretisch auch an der Forward Base einfach vorbeilaufen. Hat halt nur das Risiko, dass die genau den gleichen Scheiß absehen. Ja, sollen wir es versuchen? Links lang? Können wir versuchen, klar. Vielleicht dann auf dem Weg hier noch den einen Handelsposten rausschießen? Naja, eigentlich will ich mich hier nicht ewig aufhalten. Also ich meine, wir können den Handelsposten da schon rausschießen, das ist schon okay, aber... Und dann stehen sie mir im Zweifelsfall, wenn es blöd läuft, halt gleich in der Basis oder halt in der Forward Base, ich weiß es nicht, aber... Okay, ja, dann lass uns eben den Handelsposten hier. So. Okay, dann lass uns weiter. Okay. Ist jetzt leider meiner, ich brauche ihn eigentlich nicht wirklich. Ist nicht schlimm, Schaden tutet der dir auch nicht. Ich weiß okay, nicht. Jetzt haben sie uns gesehen. Und eventuell baue ich denn jetzt doch auch nochmal ein paar Pikemen, weil wir müssen ja auch Gebäude einreißen können. Ja gut, meine Pikemen waren ja auch gut Gebäudeschaden. Also nicht ganz so natürlich wie deine, die sind ja ein bisschen wertloser, aber... Okay, wir werden jetzt vorne angegriffen. Ja. Nee, werden wir nicht. Achso, du meinst in der Forward Base. Ja, ist richtig. Ja, dann sollten wir eventuell drüber nachdenken, ob wir vielleicht da doch mal zurücklaufen, oder? Also wir haben da jetzt auf jeden Fall... Andererseits, wir stehen jetzt bei denen in der Basis und die stehen bei uns nur in der Forward Base, ne? Also... Und vor allem stehen sie da ja noch nicht mal richtig. Ja. Okay, jetzt okay, da kommen die Einheiten von hinten. Ja, dann lass uns ein bisschen rausziehen. Er wartet natürlich jetzt auch auf seinen Bro. Natürlich. Okay, der andere steht jetzt aber bei uns in der Forward Base immer noch. Der ist renitent.
Ja, dadurch, dass deine Chukunuda auf dem Marktplatz feuern und deine Pikemen da Selbstmord begehen. Okay, der flüchtet mit seinen Siedlern. Ja, oben stehen aber Siedler. Hier oben stehen jede Menge Siedler. Oh ja. Okay, jetzt müssen wir da auf die Einheiten drauf. Ja, ist richtig. Und hoffentlich schaffen die ihm etwas zu flanken. Oh ja, das wäre in der Tat angenehm. Oh, was machen denn meine Einheiten da? Das ist doch total zum Nerven. Ich habe keine Ahnung, warum die es immer so toll finden, da auf diesen blöden Handelsposten drauf zu hauen. Oh, oder das Haus da. Jetzt komm, lass den Scheiß da doch in Ruhe und greif die Einheiten an, ey. Ist ja nicht zum Aushalten, der Scheiß. Okay, da sind wir jetzt eigentlich ganz gut dran. Wir müssen halt echt aufpassen, da kommt jetzt auch der Daimyo von dem. Ja, ist richtig. Also da steht jetzt doch relativ viel Militär auch noch rum. Kriegen wir den Daimyo vielleicht raus? Du bist da ja auch mit Einheiten. Ja. Ich versuche es. Ich habe mir jetzt gerade nochmal die Kang-Pikiniere schicken lassen. Naja, also ich meine, unter deren Forward-Base zu kämpfen wird halt ein bisschen schwierig, ne? Nee, wir dürfen da nicht in den Außenposten reinlaufen. Ja, lass uns mal zurückziehen. Da stehen so viele Musketiere mittlerweile, wir kriegen da ziemlich aufs Maul sonst. Zumal meine Armeen ja immer nur zur Hälfte aus Gedöns bestehen. Oh, mir fehlen immer noch Häuser. Jetzt macht das auch Sinn, dass ich hier die ganze Zeit nicht so viel Militär aufs Feld stellen kann, wie ich eigentlich vorhab. Ja, das könntest du natürlich erklären. So, ich bin jetzt absolut abgebrannt, das ist irgendwie auch nicht so geil. Ja, zieh dich doch da zurück, Bro. Du tötest da alle deine Einheiten. Ja. Ja, zieh dich da auch zurück. Du stehst da unter dem Außenposten. Ist leider wahr. Die werden halt besser boomen können als wir. Also ich weiß nicht, ob wir da im Moment auf einem guten Stand sind, ehrlich gesagt. Das weiß ich auch nicht. Fakt ist, dass mir jetzt so langsam die Nahrung ausgeht. Was irgendwie nicht so geil ist. Lustig, mir geht das Holz aus. Schön. Dann haben wir ja beide den Fehler gemacht. Was machst du mit deinen Einheiten? Übrigens, du kannst deine Seidenstraßendinger direkt auf Ressourcen umstellen, by the way. Oh, das ist geil. Sollen wir vielleicht noch versuchen, noch ein paar von diesen Handelsposten zu bekommen? Die reiten uns gleich die Forward Base ein, aber ich meine, andererseits reinrennen können wir mit unseren Einheiten gerade auch nicht. Also viel mehr andere Sachen können wir auch gerade nicht machen, insofern. Ich habe jetzt nochmal deinen Handelsposten eingenommen, nichts für ungut. Ja, ist nicht schlimm, du musst nur dran denken, dass du das da unten umstellst entsprechend, ne? Ja, ja, habe ich. Du, deine Einheiten rennen da oben in den Tod. Ja. Ich habe den Sammelpunkt zu weit gesetzt. Ja, die haben da jetzt aber mittlerweile auch Grenadiere. Und vor allem rennen sie jetzt in unsere Basis rein. Gut, dann halte ich mich da erstmal bedeckt. Ja, bitte. Ich bitte darum. Ja, da ist jetzt gleich Feierabend mit Bedecktheiten. Die haben gleich meine Kaserne weg. Dann Grenadieren. Jetzt, um genau zu sein, da ist jetzt erstmal Feierabend mit Einheiten nachbauen. Okay, rein da. Meine Einheiten stehen da sowieso schon wieder völlig out of position. Ja, ich bin dran. Gucken, ob wir die da gecrushed bekommen. Ja, es sind so viele, befürchte ich fast, aber... Ich meine, das Ding ist halt, ich habe alle meine Leute angewiesen, dass die, also alle meine Nahkämpfer angewiesen, dass sie die Musketiere da halt erstmal ein bisschen auf Abstand, deine Leute kommen nicht mit, dass sie dann, dass die Musketiere auf Abstand halten sollen, das hat auch ganz gut geklappt, würde ich sagen. Okay, ich kann jetzt auch endlich wieder Einheiten rausbringen, sorry, ich hatte jetzt die ganze Zeit keine Kaserne, deswegen war jetzt von mir ein bisschen weniger, aber ich bringe jetzt auch wieder Einheiten raus. Lass mal bitte auf die, Grenadiere fokussen. Ja. Jetzt laufen wir halt gleich wieder in die Burg und den Außenposten von denen rein, ne? Ja, wir können ja immer noch mal bei dem links oben reingehen. Nicht weiter nach vorne? Dann lass uns auch seitlich lang gehen.
Ich habe jetzt irgendwie mittlerweile alle Handelsposten von dir geklaut. Ist irgendwie auch nicht so ganz im Sinne des Erfinders gewesen, aber ich gebe mir zumindest Mühe, die Einheiten rauszubringen mit den Ressourcen. Gehen wir jetzt außen lang wieder? Mach ich doch gerade. So, und jetzt da vorne halt hoch. Also ich meine, die haben da jetzt, die sehen uns natürlich dann kräusern da, aber... Kann jetzt natürlich auch ein bisschen fatal werden, weil die uns da jetzt gleich stellen werden, aber... Okay, da haben wir wieder eine Siedlerin gekriegt. Naja, noch nicht mal. Doch, jetzt. Drei Stück haben wir da bekommen, um zu sein. Ah, okay. Der hat das Dorfzentrum nicht repariert. Dran da. Oh, nice. Ich weiß nicht, ob wir realistisch eine Chance haben, das Dorfzentrum vor sich. Deine Leute laufen da in ihren Tod. Ach, verdammt. Ich glaube, ich versuche jetzt mal das nächste anzustreben. Das bringt dir nichts. Okay, wir haben okay, da, wir haben da echt viele Einheiten. Ja. Du musst da auf die Kavallerie draufhauen. Die schlachten meine Armbrustschützen da. Ey, ihr habt nichts, womit ihr auf die Kavallerie draufhauen kann. Ich hab noch 5 Pikiniere. Ja, deswegen verlieren wir es da jetzt. Da kommen wir nicht mehr raus. Jetzt zieh dich doch da raus, Bro. Ich komm da nicht raus. Wie soll ich denn da noch außen rumlaufen? Du kriegst da auch kaum noch was raus. Ja, du musst auch ein paar Pikiniere bauen, wolltest du das nicht eh tun? Also nur Armbrustschützen spammen ist eh immer ungeil. Also das haben wir ja schon mal gesagt, ich kann nicht den Schutz von deinen Einheiten übernehmen. Hast du doch noch jede Menge rausgekriegt, weiß gar nicht, was du hast. Sollen wir vielleicht, ja, deine Einheiten beginnen ja wieder selbst und ich wollte gerade vorschlagen, dass wir versuchen da mal... Ich baue jetzt mal selber einen Stall. Weil der baut ja nur Yumi, ne? Ja, ist richtig. Pass auf, da reitet noch so ein einzelner Husar an dir lang, den kannst du mal mit einem gezielten Schuss rausnehmen. Ja. Ach verdammt, da fehlt mir ein, ich hätte mir schon lange mal den Nahrungszufluss im Konsulat schicken. Okay, die kommen wieder. Du musst kämpfen, nicht weiter wegrennen. Ja, ich hole meine restlichen Einheiten dazu. Ich habe jetzt inzwischen auch wieder 20 Pikemen. Ja, da kommen ganz viele Naginata-Reiter. Ja, die rennen aber gerade ziemlich straight in meine Kanken. Okay, das sind viel zu viele Einheiten. Raus da, raus da, raus da. Andererseits, raus da kommen wir jetzt eh nicht mehr. Jetzt haben die uns so mittlerweile surrounded. Komm, hau drauf. Ja, da. Ja, die haben ja alles da geschlachtet. Ja, wir haben uns da unter dem Dorfzentrum dann irgendwie doch ziemlich aufraufen lassen und ich glaube, ich habe wirklich zu wenig Pikemen gebaut. Ich habe irgendwie gedacht, du hättest mehr Pikemen da. Ja, die sterben ja immer wieder, das ist ja das Erste, was stirbt. Ja, jetzt hast du dich doch rausgezogen. Ja klar, habe ich doch gesagt. Du hast doch gesagt, die stirbt da eh. Ja, wir können es aufgeben. Also wirtschaftlich können wir da nicht gegenhalten und... Wir haben wirtschaftlich nicht mehr, wir haben deutlich mehr Ressourcen gesammelt. Wir sammeln ja die ganze Zeit nur Nahrung und Holz. Wir haben einfach halt unsere Einheiten teilweise ziemlich blöd weggeschmissen. Ja, richtig. Und ich wüsste nicht, wie wir jetzt da wirtschaftlich nochmal so eine Armee aufs Feld stellen sollen, sag ich mal. Ich habe nicht weniger Armee, die haben nur mehr. Das ist das Problem. Hä? Ich habe nicht weniger Armee als eben und die haben nur mehr. Ja, also ich habe den Daimyo rausgeschossen. Glückwunsch. Ich bin halt nur noch nicht ganz sicher, was mir das jetzt helfen soll. Das weiß ich auch noch nicht ganz, aber das finden wir noch raus. Okay, vielleicht können wir das da doch nochmal irgendwie halten. Also ich meine, dadurch, dass der jetzt seinen Daimyo-Angriffsbonus nicht mehr hat... Das ist jetzt halt schon ein Nachteil. Schieß mal bitte, fokus mal auf die Musketiere. Meine Kaserne wird gleich fallen.
Aber ich habe jetzt gleich 5 Kavalleristen da. Und neue Kaserne ist auch schon im Bau. Ja, ich versuche mal die als nächstes die versuche die Musketiere rauszufokussieren. Ja, und die Grenadiere. Na gut, da kommen jetzt auch feindliche Kavalleristen, damit ist es dann wahrscheinlich doch too much. Ich bin jetzt an den Yumi da dran, aber... Ja, vor allem also meine Dingens sterben mir halt immer, meine Pikiniere, das ist das Hauptproblem. Ja, meine Kavallerie da ist jetzt auch tot, ja. Das können wir dann doch aufgeben. Und vor allem, ich meine, der Japaner, der hat 200 Punkte, ne? Der hat das Doppelte von uns jeweils. Ja, aber wie? Ja, weil der Schreiner hat. Also der kann halt doch deutlich besser boomen als wir beide. Ich gebe auf, okay? Ich dachte, du hast eine neue Kaserne im Bau. Ja, habe ich, aber das ändert ja nichts daran, dass ich nicht die Armee da hinstellen kann, die haben. Ja, du hast ja jetzt jede Menge Einheiten gesammelt, jede Menge Ressourcen gesammelt, wenn du jetzt... Außerdem jetzt nochmal mit deinen zusätzlichen 5 Kavalleristen, also... Ich finde, das sieht jetzt gerade gar nicht so scheiße aus. Ich finde schon. Ich meine, die Armee da, die kriegen wir jetzt weg. Okay. Ich meine, ich bin halt mittlerweile jetzt auch in einem Stadium, wo ich die Bannerarmeen in einer Geschwindigkeit pumpen kann. Da wird einem halt ganz übel bei. Ich versuche jetzt mal Siedler abzufrühstücken mit den Reitern, die ich jetzt habe. Wäre ein Versuch wert. Denke ich nämlich auch. Scheiße. Ausgerechnet jetzt gehen mir hier die Jagdtiere aus, ey. Okay, da kommen jetzt wieder irgendwelche Notkar-Keulenkämpfer oder irgendwie so Späße. Okay, da steht ein Schrein. Mhm. Aber trotzdem geht's denen halt ressourcentechnisch dann doch sehr, sehr gut gerade. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Agen, also wir müssen jetzt halt irgendwie... Ich denke mal, die sind am Agen, ehrlich gesagt. Ja, das war der einzige Grund, warum die sich jetzt gerade ruhig verhalten, das schätze ich nämlich auch. Okay, ich finde gerade leider keine Siedler. Wie kannst du nur keine Siedler finden? Ich finde keine Tiere mehr. Oh, das ist viel. Ja, da ist das Wunder nämlich im Bau. Ja, dann hau die doch mal kaputt, die Wunderbauer. Ja, auch zu Trolocke, ich habe noch eine Herde gefunden. Ja, Dach ist nochmal gerettet. Ja, wie gesagt, sollen wir nochmal versuchen, da reinzugehen? Also, ich kann halt nochmal einiges jetzt an Armee aufbieten, aber... Ja, von mir aus. Ich meine, ich habe da 50 Einheiten stehen. Ja, ich auch. Bisschen mehr, glaube ich sogar. Gegen die Forward Base, oder? Ja, viel anderes fällt mir gerade nicht ein. Okay. Da kommen sie. Okay, da kommt seitlich die Kavallerie. Ja, jetzt kommt es halt sehr darauf an, wie sehr sich seine Kavallerie auszahlt. Momentan halt gar nicht, weil also ich jag die halt konstant und er rennt die ganze Zeit vor mir weg und deswegen kriegen wir hier jetzt die ganze Zeit die Free Shots raus. Und haben jetzt gerade die Armee von dem Japaner ziemlich zusammengerotzt. Okay, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir da oben jetzt die Forward Base abreißen. Das wird jetzt halt ziemlich eklig, aber... Oh mein Gott, ey. Naja, man darf halt so ein. Also, ich meine, die sind jetzt Siedlern durch, drin. Aber. Ja, ich bin jetzt gerade auch am Agen. Okay, okay, gut, ja, da bin ich natürlich noch weit von entfernt, aber. Okay, jetzt kommen da die ganzen Kavalleristen.
Aber ich habe da überall Pikiniere dran. Ja, ich baue jetzt auch wieder noch mehr Pikemen nach. Ja, wir müssen jetzt halt irgendwie die Gebäude wegkriegen. Wenn wir jetzt hier die Gebäude von der Forward Base wegkriegen, dann haben die ein echtes Problem. Okay, die ganzen Kavalleristen sind tot. Natürlich meine ganze Armee auch, aber andererseits ist das sehr, sehr geil, weil jetzt kann ich endlich wieder Einheiten nachbauen. Ich war nämlich die ganze Zeit ziemlich verzweifelt, weil ich keine Einheiten mehr bauen konnte. Tihi. Da hinten sind Flammenpfeile. Ja. Das ist jetzt echt ein Riesenproblem. Kannst du nochmal Kavallerie bauen? Ja, aber bis die da ist. Ja, ich sehe schon das Problem, aber... Meine Armee ist da jetzt komplett krepiert gegen die Flammenpfeile. Ja, das ist natürlich schade. Ja, was machen wir da jetzt? Können wir jetzt auch keine Steppenreiter mehr akut schicken lassen, also akute Lösungen sind jetzt halt auch gerade rar bei mir. Deine Leute rennen da schon wieder in ihr Verderben, Bro. Ja. So einzeln. Ja, ich habe da jetzt halt auch wieder keine Ahnung, wie viel Militärbevölkerung zu viel, um es zu zählen, aber. So, ich lass mir die Falconette schicken. Das ist eine gute Sache. Ich weiß. Okay, da oben sind die Flammenpfeile, die sind ungeschützt. Wo? Da oben sind zwei Flammenpfeile, die ungeschützt sind. Scheiß drauf, geh hier oben in die Flammenpfeile rein. Bin dran mit der Kavallerie. Ja. Plänkler sind jetzt auch im Bau. Einen kriege ich auch noch mit den Pikinieren weg, einen Flammenpfeil. Boah, Alter, ey, was ein Spiel, ey. Ja, aber das war's da leider, da stehen immer noch 5 Stück. Fuck, und jetzt kommt er wieder mit Kavallerie an, oder was? Boah. Ja, der Japaner pumpt jetzt irgendwie nur noch Flammenpfeile, der findet halt irgendwie lustig, wie es aussieht. Okay, meine Falconette rollen nach vorne. Ja. Ja, so langsam wird das halt mit dem Tech-Nachteil ein echtes Problem. Ja, und vor allem, also mir fehlt gerade das Gold, um hier... Ich habe 1800, ich habe massig Holz und Nahrung. Ja, dann bring doch Einheiten damit raus, Bro. Du kannst ja jederzeit die archaischen Einheiten noch rausbammen. Ja. Ja, bitte sofort, Stante Peter, wir brauchen ein Meat Shield. Und bau deine Kanonen auf, da kommen jetzt gleich die Flammenpfeile. Und fokussiere dich auf die Flammenpfeile, bitte. Ja, einen habe ich. Ich habe die ersten 5 Pflanzenreiter in Bau. Ja, jetzt kommt dann natürlich die Kavallerie und jetzt habe ich halt absolut keine... Du hättest lieber ein paar Dingens bauen sollen. Pikemen paar... oder was? Ja. Ja, ich habe noch mehr Pikemen im Bau. Lebt jetzt halt auch nur noch einer von den Flammenpfeilen. Ja. Und wir haben jetzt da... Da kommt wieder einer. Ich habe ja auch noch einen... Ja, mein... Auf den Flammenpfeil da hinten gehe ich jetzt mit den Lanzenreitern von mir drauf. Alles klar. Oh, da hinten sind noch mehr Flammenpfeile. Da gehe ich lieber drauf. Wobei also das Ding mit Flammenpfeil... andersrum mit Lanzenreitern ist, dass sie nicht gut gegen Artillerie sind. Die sind nur gut gegen Infanterie. Haben die einen Malus gegen? Nein, aber sie haben absolut keinen Bonus und die haben nicht besonders viel Grundangriff. Ja, das stimmt. So, ich habe nochmal 4 Lanzenreiter aus der Heimatstadt, die jetzt auf die Infanterie vorne drauf geht. Die Flammenpfeile da hinten, die habe ich weg. Jetzt schlachte ich da hoffentlich. Boah, Alter, ey. Das ist gerade echt ein ultra stressiges Spiel, ey. Ich war mir so sicher, dass wir das schon längst verloren haben, aber...
Unterschätze niemals die Fähigkeit von Chinesen, Einheiten rauszubringen in einer Masse, dass der Hören und Sehen vergeht. Wie sieht das bei dir aus mit dem dritten? Ich habe absolut keine Nahrung im Moment. Ich bin momentan am Übergang auf Reisfelder. Und ja, lass uns da nicht reingehen. Da ist einfach ein bisschen zu viel da, um da unsere Einheiten rein zu wasten, glaube ich. Zieh dich hinter meinen Außenposten zurück. Meinst du? Meinetwegen, okay. Ah, wie viel sind da jetzt? 10 sind da dran. Nochmal 5. Ich habe jetzt halt gleich die Goldprobleme. Das ist gerade mein größtes Problem. Okay. Ja, kann ich natürlich auch nicht richtig was dran ändern, ehrlicherweise. Alter Schwede, ey. Was ein Game. Das Problem ist halt, meine Einheiten aus der Heimatstadt sind jetzt auch weg. Ja, also mein Age kommt jetzt gleich. Aber das ist halt ein bisschen spät. Gucken wir mal. Okay, Age läuft. Ich meine, ich kann auch weiterhin diese Standardarmeen pumpen. Ich kann die ja weiter verbessern, bis auf Imperial. Ja. Das heißt, ich denke, ich werde das halt auch tun, weil es funktioniert halt einfach, ne? Ich meine, es ist halt, also, halt schon krass, wie viel billige Armee ich mit sowas halt aufs Feld kriegen kann. Okay, die kommen wieder. Oh ne, sorry. Deine falscher Einheit, Alarm, ich bin nach vorne gerannt. Genau, ja. Alter, was soll das nur werden, ey? Ich glaube, wir haben immerhin ein bisschen den Vorteil mit den Außenposten. Und hier muss auch irgendwo ist ein Außenposten, der eingenommen wurde. Ja, die haben da unten die alle. Da unten haben die eingenommen. Ich reite da mal mit einem Reiter rüber. Ja, ich reite gerade mal mit einem Kavalleristen da runter. Oder mach du ja. Weil momentan gehören die beiden anderen dir, deswegen bin ich mal so frei. Okay, das Reißwert hat jetzt auch die maximale Anzahl an Sammlern. Weißt du was, ich fange jetzt auch mal an, hier einen Wald zu ziehen. Wir sollten da aber gleich wieder versuchen reinzukommen, denke ich. Ja, klar, aber bin momentan ein bisschen ratlos, womit. So, mein Age ist 2/3 durch und, boah Alter, die Mengen an Holz und Nahrung, die ich gerade ansammle, die sind echt nicht von dieser Welt. Ich habe gerade nochmal 6 Bannerarmeen in Auftrag gegeben, dann bin ich so bei etwa 200 Militärbevölkerung. Boah. Ich meine, du kannst halt den Übergang machen, weg von diesem Masse statt Klasse, aber ich meine, den einen, den haben wir halt... Die kommen. Okay, ja, dann, boah, Alter, ey, das ist jetzt ein bisschen zu früh. Ich hätte gerne noch die Veteranenverbesserung gemacht. Lass uns ein bisschen zurückfallen. Alter, ein Schuss von diesen scheiß Flammenpfeilen und da fliegen erstmal wieder 600 Einheiten. Ja. Ich habe so viele Einheiten, ich komme nicht damit klar, die alle zu koordinieren. Wie sieht's aus, dass du irgendwie absehbar, dass du... Ja, das läuft, aber... Das Hauptproblem ist... Ja, scheiß drauf, lass uns jetzt reingehen. Ist bei 95% jetzt reingehen. Okay. Gut, guck, ich dass du irgendwie die Flammenpfeile kriegst. Rein. Ja, die Flammenpfeile wären mir eigentlich lieber. Ja, also Veteranen, Shukuno sind da. Auf die Flammenpfeile hau ich wieder mit meinen anderen Einheiten drauf. Ja, okay. Der hat halt nur noch Langbogenschützen gebaut und da sind die Lanzenreiter halt jetzt gerade echt fatal. Und die anderen, die Ashigaru, die sterben jetzt halt gerade wie die Fliegen. Das sieht gar nicht schlecht aus da, würde ich sagen. Inzwischen habe ich auch ein paar von den Flammenpfeilen noch rausbekommen. Gute Sache das. Okay, und ich kann mir jetzt erstmal nice Scheiß aus dem dritten schicken lassen. Der nice Scheiß. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass unsere Masse, also dass meine Kavallerie uns da echt nochmal ein bisschen was auf jeden Fall geholfen hat. Ja, steht außer Frage, dass sie das getan hat. Da hinten ist noch der Daimyo, den hätte ich halt gerne. Ich verstehe das absolut, aber...
Ne, ich fokussiere mich da jetzt drauf. Du kannst gerne mal ein bisschen Kavallerie bauen. Habe ich schon. Ich habe halt, wie gesagt, gleich Goldprobleme. Ja, das verstehe ich sogar. Einer von denen im vierten? Nee, ne? Nee, nee. Dann sollten wir jetzt wirklich versuchen, da irgendwie reinzukommen. Ja, das ist richtig. Weil wir haben da jetzt gerade auf jeden Fall ordentlich Kills gemacht. Sollen wir es mal versuchen? Ja, ich habe jetzt auch die disziplinierten Krankpikiniere. Meine Leute, die ziehen nur nicht mit. Gib mir eine Sekunde. Ich muss meine ganze Armee wieder sammeln und nach vorne bewegen. Okay, ich bin wieder da. Boah, ich will nicht auf das Kill Death Rater schauen, Alter. Die Mengen an Einheiten, die ich hier reingeschmissen habe, das ist einfach nicht von dieser Welt. Okay, da hinten kommen wieder Husaren, aber da bin ich mit Pikeman. Davon baue ich jetzt auch direkt nochmal ein paar, weil die brauchen wir eh gegen die Gebäude da vorne. Ja, ist richtig. Ja, fuck, da ist wieder, sind wieder 4, 5 Flammenpfeile fertig geworden, da müssen wir den Fokus drauf setzen. Ja, ist richtig. Einen kriegst du da ja ganz gut weg mit deinem einen Lanzenreiter da noch, den anderen, da gehe ich jetzt gerade mit den Shikunu mal eine Runde drauf. Ich denke, denen sollten jetzt eigentlich mal die Ressourcen ausgehen. Also die chinesen Armeen, die sind halt so billig, so gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Das andere, was wir eigentlich schon längst hätten machen sollen, wenn ich so drüber nachdenke, ist, dass wir mit Pikeman losziehen und ein paar Schreine von dem einreißen. Ja, also ich hatte halt immer Angst vor deren Kavallerie, deswegen, okay, der baut wirklich nur noch Flammenpfeile, der eine. Kann ich ihm noch nicht mal verübeln. Naja, ohne verteidigende Infanterie sind die halt auch eher so meh, würde ich sagen. Nimmst du das eigentlich noch auf? Ja. Aber wir haben zwischendurch kommentiert, wie scheiße. Aber es läuft jetzt gerade dann doch so gut, dass ich gewillt bin, dran zu bleiben. Ja, also zwischendurch sind wir ein bisschen maulig geworden, da gebe ich dir recht. Richtig maulig. Gut, dann lass uns mal die Burg da einreißen. Ja, dann kommen da nämlich auch keine weiteren Flammenpfeile mehr raus. Deswegen. Ich glaube, das geht in die Geschichte ein als das Game, an dem ich als längstes im zweiten war. Möglicherweise, ja. So. Von mir kommen auch noch mehr Einheiten raus. Ich reiße jetzt bei dem Japaner hier die Schreine ein. Ja, und ich gehe jetzt ins vierte. War so lange im zweiten, aber dann direkt ins vierte durchgehen. Seems legit. Ja, ich habe mir halt 1000 Gold schicken lassen und ich brauche das Gold halt für alles andere nicht, deswegen. Naja gut, ich kann mir ja kein 1000 Gold schicken lassen, das ist ein bisschen das Problem. Ja, das verstehe ich sogar, dass das ärgerlich ist. Ich beforsche gerade noch die Kreissäge auch noch mit dem Gold, dann kann er ein bisschen mehr Holz abbauen, auch das ist ganz praktisch. Ich glaube, die werden sich jetzt gerade richtig hart in den Arsch beißen, dass sie das jetzt gerade verlieren. Ja. Wir hatten ja schon ähnliche Momente. Und irgendwie zurecht. Ja, also ich hätte wirklich nicht mal annähernd gedacht, dass wir da irgendwie gegen ankommen können. Aber diese archaischen Einheiten sind halt echt krass, wie schnell man die auf dem Feld hat und alles. Ja, wie gesagt, also man darf halt einfach nicht unterschätzen, wenn man dann einmal seine Wirtschaft komplett auf Holz und auf Nahrung umgestellt hat, wie viel das einfach man hat, halt. Ja, also Gold wird halt schon wirklich langsam gesammelt. Wenn man halt sich einfach komplett nur auf zwei Rohstoffe committet, dann ist halt Feierabend. Was ist da? Da oben reiße ich munter. Ich habe halt 2000 Nahrung, mir fehlt es halt gerade echt nur am Gold. Ja, Gold sammle ich halt gar nicht, deswegen kann ich dir da auch nicht helfen, aber. Nee, alles gut. Okay, gut. Ja, da breachen wir jetzt die Welle ziemlich unbeeindruckt und dann ist hier Feierabend. Die Pikemen machen halt auch einfach so einen guten Schaden gegen Gebäude. Ja, also ich finde das halt auch ziemlich geil. Jetzt gerade in der Kombination, wie gesagt, eben halt noch mit der Tatsache, dass meine Einheiten jetzt auch halt auch so richtig nice schnell kommen, weil du jetzt halt diesen Bonus noch mitgebracht hast. Das war halt diese Synergie, auf die ich gehofft hatte. Da sind nochmal Falconette rausgekommen. Ja, sollen mal ein paar Einheiten von mir töten. Ich habe das Problem, dass ich keine Siedler mehr bauen kann, weil mir meine 220 Bevölkerung voll sind. Alter, First World Problems, aber wirklich. Man sieht das halt, in was für einer Geschwindigkeit ich hier, weil die halt nichts kosten, die Veteranen, die Pikemen und die Armbrustschützen aus Feldspamme. Ja, damit hat der Brite auch aufgegeben.
Ja, und dann kommt da jetzt oben nochmal so eine kleine Armee von dem. Oh. Aber genug Flammenpfeile. Chinese sagt nein. Und die Pikemen sind halt auch relativ fix unterwegs. Das ist halt auch ein Riesenvorteil von denen. Okay, ich bin am vierten. Ich guck gerade mal. Was mich die weitere Verbesserung meiner Chokunu kostet. Ach, 300, 300 nur. Ja, stimmt, die waren ja so richtig auch noch günstig. Mal ins vierte, warum nicht? Stört ja eigentlich nicht so. Richtig. Jupp, und da haben sie es aufgegeben. Holy cow, was für ein Spiel. Ich hätte zwischenzeitlich schwören können, dass wir da vorne zu viel verloren haben. Bei dem in der Basis und dann bei denen in der Forward Base haben wir zweimal so krass eingesteckt, ne? Ja, aber jetzt schau mal auf die Militärstatistik und dann weißt du, warum wir das gewonnen haben. Das ist halt echt so krass, wow, wie viele Einheiten wir einfach auf dem Feld hatten und wir haben halt damit wirklich, der Japaner hat ein unheimlich gutes Kill-Death-Ratio mit diesen Flammenpfeilen hinbekommen, aber es ist halt Masse statt Klasse, ne? Anzahl Militäreinheiten, wenn du da jetzt und wir haben halt beide weniger investiert als der Japaner. Ich meine, der Brite, der war halt zu schlecht, deswegen haben wir das letztendlich auch gewonnen. Der Brite, der hat halt irgendwie nicht wirklich gut boomen können. Wobei, der hat sogar noch besser geboomt natürlich als wir. Das ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte. Was die reinen Boom-Möglichkeiten angeht, sollten die besser dastehen als wir. Aber der Brite hat es halt irgendwie nicht wirklich geschafft. Also im zweiten sah das zwischenzeitlich ganz gut aus. Das lag aber auch daran, dass ich dem da, ja, 8, 9 Dorfbewohner getötet habe, glaube ich. Also wenn man sich die Dorfbewohner-Statistik ansieht, sieht man das hier relativ deutlich. Der Japaner, der hat natürlich gut durchgespielt. Und mir sind da auch einmal Dorfbewohner, nee, mir sind an einer Stelle, an zwei Stellen auch Dorfbewohner gestorben. Aber der Brite hat halt auch relativ viele verloren, ne? Kurz bevor der ins Dritte gegangen ist, dann zwischendurch einmal, dann am Anfang schon einmal, als wir das erste Mal bei dem in der Basis waren, hat er da ein paar verloren. Wir haben ihn halt zwischenzeitlich vom Sammeln abgehalten und deswegen hat er hier, und er ist dann irgendwie relativ schnell umgestiegen auf Mühlen offenbar auch, ne? Ja, wobei das ging auch nicht anders, weil ihm der Japaner die ganzen Tiere weggenommen hat. Ja, hat er? Mhm. Wo denn? Also ich sehe keine Schreine bei ihm auf der Seite, ehrlich gesagt. Also ganz unten die Herde, ganz im Süden von der Karte, die hat er, glaube ich, nicht gesehen. Ja, die in der Mitte hat er auch nicht bekommen, ne? Da waren wir ja dran. Ne, die war ja heiß vom Kämpf, die Stelle. Also das war ja im Prinzip im Niemandsland zwischen ja, unseren Forward Bases. Ja, stimmt, also wir haben die ja auch, die nicht, haben wir ja auch nicht gekriegt. Genau. Aber man sieht halt, dass seine Ressourcenrate im zweiten irgendwie, die war am Anfang relativ steil, so wie bei dem Japaner. Dann haben wir ihm ein paar Siedler getötet und die ist danach, hat er sich nicht bekrabbelt bekommen. Obwohl er ja weiter Dorfbewohner gebaut hat, aber ich kann mir das halt nur so erklären, also der hat ja genauso viele Dorfbewohner gebaut, wie wir hatten. Das heißt, der hätte eigentlich genauso gut sein müssen wie ich, es sei denn, der hat halt nicht an natürlichen Ressourcen gesammelt. Beziehungsweise das andere ist, er hat natürlich deutlich mehr Gold gesammelt, ne? Also, ich glaube, das ist so ein bisschen die Hauptsache. Ich finde das immer total lustig, dass der Japaner mehr Siedler hatte die ganze Zeit als der Brite. Also du hast praktisch gar keine Münzen gesammelt. Ich habe relativ schnell angefangen, auch Münzen zu sammeln, weil ich halt hier im dritten, weil ich halt die Kavallerie rausbringen wollte. Aber vor allem der Brite hat halt deutlich mehr Münzen gesammelt. Der hat ja auch noch die Husaren gebaut. Und ich glaube, deswegen hatte der unter anderem so eine schlechte Ressourcenrate, weil der relativ viel Leute noch an den Münzen stehen hatte. Ich glaube, der Japaner hat fast nur mit Kisten gesammelt. Zumindest ist seine Rate so dermaßen steil. Und er hat seine Schreine wahrscheinlich umgestellt. Aber selber Münzen gesammelt hat er wahrscheinlich kaum. So, wobei, die ganzen Minen in seiner Basis sind auch weg und er hat jetzt, also warte mal, das siehst du ja bei den Reisfeldern, also er hat ein Reisfeld auf Münzen, zwei Reisfelder auf Münzen, drei Reisfelder auf Münzen, vier, also er hat allein vier volle Reisfelder mit jeweils 10 Siedlern, ne, 5 sogar, okay, ja, auf dann Münzen stehen nur eins auf Nahrung. Dann also, waren es definitiv schon, nicht nur die Schreine. Dann waren es definitiv nicht nur die Schreine. Das ist halt die Synergie, auf die ich gehofft hatte, dass man halt einfach mit diesen Einheiten teilweise halt auch im absoluten Tech-Nachteil, es ist scheißegal, du hast einfach so viele davon, dass du dir dem Gegner dermaßen an den Kopf schmeißen kannst, dass der einfach nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Genau, also die Trash-Units, sag ich mal, die haben hier halt auch relativ viel gerissen und man sieht, wir haben halt am Anfang da nicht so viel Schaden gemacht und wir haben einmal da sehr teuer fast alles verloren, aber wir haben es halt das auch genauso ja schnell wieder hingestellt. Also so teuer, ne? War es halt nicht. Also die Einheiten kosten ja nichts. Und am Ende haben wir es halt wirklich geschafft, die Einheiten von denen komplett zu dezimieren, obwohl wir da die Trash-Units hatten. Wir hatten genau dieselbe Anzahl Bevölkerung Militäreinheiten, weil der halt so viele Flammenpfeile hatte, der Japaner. Na, also man sieht hier, der Japaner hat halt wirklich viele Einheiten da auf dem Feld gehabt. Aber die. Ja, wir haben halt auch wieder, also zumindest ich habe während des Kampfes auch konstant Einheiten rausgeschwärmt. Ich auch, also, ja. Ich auch, klar. Also ich, zwischendurch wurde es ja wirklich knapp. Also zwischendurch waren wir ja in dieser ziemlichen Bredouille, weil wir da also
Der Kampf an unserer Forward Base, nachdem wir alles verloren hatten in der Basis von Briten zum zweiten Mal, Ja. der war ja der, wo du gesagt hast, du willst das aufgeben, wo wir nicht mehr dran geglaubt haben, dass wir das nochmal zurückschlagen Nee, können. ehrlich, ich weiß auch nicht, was. Ich glaube, das Einzige, was uns gerettet hat in dem Moment, ist, dass sie aufs Dritte gespart haben. Sie hätten da den Sack, glaube ich, zumachen können. Also, dass wir aufs Dritte gespart haben, war auf jeden Fall ein richtiger Fehler in der Situation, das ist richtig. Also, das hat uns wirklich Zeit gekauft. Das andere ist, da war halt gerade. Also da ist gerade meine Wirtschaft einigermaßen stabil geworden und da konnte ich dann halt die Bannerarmeen halt auch in einer relativ befriedigenden Geschwindigkeit rausbringen. Ja, aber ich meine, ich habe halt meine Kaserne vorne verloren und meinen Außenposten und ich musste halt die Kaserne erstmal wieder nachbauen. Ich glaube, ein Problem war halt in dem Moment auch, ich hatte bis dahin halt relativ viel Gold auch gesammelt, um Kavallerie zu bauen. Als ich die Sammler vom Gold dann wieder aufs Holz umgestellt habe, konnte ich auch wieder schnelle Einheiten bauen. Das habe ich nur vom Organisieren her in dem Moment nicht richtig hinbekommen so. Und Man muss deswegen. dazu sagen, dass die Armbrustschützen von den Spaniern auch gar nicht so schlecht sind. Also meine Chukunu, die sind wirklich Rotz. Ja. Die haben 6 Angriff. Das ist weniger als ein Gut, die Strelitze. kriegen Immerhin noch den zweifacher Bonus gegen Multiplikator. schwere, aber das sind trotzdem nur 18. Ja? Deine Leute haben ja allein schon 19 Grundangriff und dann nochmal 1,3-fach gegen schwere Infanterie. Ja. Ja, also die Armbrustschützen, gerade die Veteranen-Armbrustschützen, das ist schon, man kann mit denen schon spielen. So, die sind halt natürlich schwache Einheiten, aber gegen Musketiere zum Beispiel rocken die das Ding schon. Also ich glaube, wenn du dieselbe Anzahl Ressourcen in Musketiere wie in Armbrustschützen investierst, gewinnen die Armbrustschützen, weil du dann in Überzahl kämpfst. Du hast halt nur ein Jetzt muss Problem, ich mal wenn du gerade gegen rechnen. Ja, Kavallerie die sind anrennst. 20 Ressourcen günstiger. Genau. Aber ich meine, ich mache dir da auch keinen Vorwurf. Es war jetzt dein erstes Spiel mit Spaniern. Das heißt, also so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wann man wie viele von welchen Einheiten bauen sollte, das ist halt auch nicht ganz leicht. Wir haben ja am Anfang auch nur so auf die Fresse bekommen, weil ich gar keine Pikemen da hatte, was halt auch ein Riesenproblem war eigentlich. Ja, aber wie gesagt, dafür mache ich dir halt überhaupt keinen Vorwurf, weil so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, wann man Pikemen bauen muss und wann Armbrustschützende, da arbeite ich auch noch dran. Wie Also lieb das von ist dir. nicht ganz ohne. Ja, I'm a generous god. Ansonsten, ich glaube, ein Riesenvorteil, den wir hatten, waren die Handelsposten. Ja, also Ich wir meine, haben wir haben halt praktisch die ganze Zeit drei drei von diesen. Handelsposten kontrolliert. Ja, Und ich genau. glaube, das hat uns doch sehr viele Ressourcen beschert. Ich bin im Nachhinein auch der Meinung, wir hätten uns die oben nochmal zwischendurch holen müssen, so. Ich meine, einen habe ich Es mir war dann halt noch riskant, geholt. ne? Also, Ja, aber ich meine, wenn. schickst halt vier Pikemen mit oder so. Und, ne, klar. Klar ist das Gut. riskant. Warum steht da ein Dorfbewohner von mir vorne im Kampf? Was zum Das Geier? frage ich mich auch gerade, was der da wollte. Eine Forward Base bauen vielleicht? Wie, keine Ahnung. Ja gut, aber Ich wie glaube, die gesagt. Handelsposten haben uns echt nochmal da um einiges auch geholfen. Ja, nochmal diese faszinierende Militärstatistik. 700 Einheiten bei dir. Gut, du hast halt auch noch mehr Einheiten gebaut als ich, weil ich dann ins Dritte gegangen bin. Ja, und vor allem, weil du ja Kavallerie dann Ja, gebaut und ich habe hast, da auch also. ein paar Plänkler am Ende gebaut. Auch das war ein Fehler. Ich hätte einfach weniger Leute am Gold haben brauchen und noch mehr Armbrustschützen raushauen sollen. Ich meine, die Plänkler sind halt Late-Game-orientierter natürlich, aber uns war halt klar, wir müssen das im Dritten eigentlich dicht machen. So. Also ich habe halt das Problem, ich stehe halt jetzt da mit 220 Bevölkerung voll und 2000 Nahrung und 2000 Holz. Ich könnte jederzeit Einheiten rausblasen, aber das Problem ist, ich habe die Ressourcen auf Tasche liegen, ich kann nichts damit machen, weil also ich bräuchte mal ein bisschen Gold, um irgendwie Verbesserungen machen zu können. Und auf der anderen Seite, also ich war jetzt am 4., also ich hätte mir ja auch noch meine Fabrik holen können und meinen Goldzufluss, das wäre jetzt das nächste gewesen, dann hätte ich auch ein bisschen Gold gekriegt, aber das Problem ist, besser werde ich nicht mehr. Also ich bin jetzt halt bei dieser überwältigenden Stärke. Wenn jetzt der Chinese, wenn jetzt der Japaner auch volle Militärbevölkerung gehabt hätte, dann wäre das wieder problematisch gewesen. Das Problem ist, mit den Chinesen hat man nur so lange einen Vorteil, wie man wirklich in zahlenmäßiger Überlegenheit kämpft. Ja, Und absolut. das ist halt, ich sag mal, nur die Hälfte des Spiels der Fall, weil irgendwann kommt der Gegner dann halt auch mal nahe an seine maximale Militärbevölkerung und dann hast du halt maximal vielleicht noch den Vorteil, dass du die Einheiten viel schneller nachbauen kannst als der Gegner, dass du ihn also wirklich tot spammen kannst. Aber wenn das Ja. nicht wirkt, dann hast du ein Problem. Auf jeden Fall jetzt ein sehr, sehr spannendes Hin und Her. Und ich muss sagen, ich verstehe deine Begeisterung für die Spanier. Also gerade die Geschwindigkeit, mit der man die Infanterie rausbringt. Und dann noch die Synergie hier. Im Endeffekt mit den Chinesen, das ist schon beeindruckend. Und ich glaube, dass wir da am Anfang uns so verhadert haben, war einfach dem geschuldet, dass ich mit den Spaniern nicht so richtig erfahren war, du jetzt auch nicht so krass in den Chinesen drinsteckst, erst recht nicht mit dieser Synergie. Und wir ja auch jetzt echt keine schlechten Gegner hatten. Ich meine, Hauptfeldwebel Doppelhauptfeldwebel. und ja, Doppelhauptfeldwebel, glaube ich, naja. Ja. Also definitiv keine schlechten Gegner. Und die haben halt mit ihrer Forward Base da vorne schon einen ziemlich guten Stand gehabt. Wir sind Ja, da vor halt allem auch erst am mit den Ende rein Außenposten und der durchgekommen, Burg. weil die Ja. einmal ihre Einheiten verloren haben bei uns.
Ja, der Unterschied ist halt, wenn wir unsere Einheiten einmal bei denen verlieren, dann ist das ärgerlich. Wenn die ihre Einheiten bei uns einmal verlieren, dann haben sie das Spiel verloren. Ja, weil die Einheiten von denen halt viel, viel, viel teurer sind. Ja, genau. Ich meine, gerade die Ashigaruen, die Flammenpfeile von dem, ne, das ist natürlich schon krass. Naja, gut, jetzt haben wir 40 Minuten gespielt, 10 Minuten gelabert. Insofern Schluss mit der Laberei. Vielen Dank an die beiden fürs Mitspielen, vielen Dank an euch fürs Zusehen. Jetzt dürft ihr mich auseinandernehmen, was mein Spiel mit den Spaniern angeht. Haut raus. Aber bis ihr das Video seht, habe ich wahrscheinlich dann noch 20 Spiele mehr gespielt. Richtig. Insofern, vielen Dank euch. Man hört sich in zukünftigen Videos. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.